Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, der Kategorie Thüringen, Version 3.1. Heute werde ich mal die gesamten Geräte mal aufräumen, die jetzt überall rumstehen. Beginnen wir mit unserem Unkrautvernichtungsmittel hier im Traktor mit Spritze. Klappen wir das mal ein. Starten wir. Und können wir schließen. Fahren wir mal so hoch, ne? Wir haben hier aktuell 4,47 Euro. Dort ist unglaublich bekämpft worden. Obwohl das ist fast alles weg ist. Und dann ist es auch nicht tragisch. Ein bisschen bleibt. Ja, jetzt geht es darum zu warten, mehr oder weniger zum Morgen. Vielleicht kommt noch ein Pferdegras. Vielleicht können wir morgen Klee und so Zerne nehmen. Und dann später gleich mit der Ballenpresse zu arbeiten. Dazu könnten wir das schon mal vorbereiten, mit der Ballenpresse rauszufahren. Düngen geht aktuell hier nicht. Sehe ich gerade den Traktor da vorne. Wahrscheinlich muss man nach 18 durchgehen. Ja, wie gesagt, Kleben muss gemäht werden und die Ballen zu Ballen gepresst werden. Dann müssen wir irgendwo lagern, mal schauen. Und ein Ballenlager aufstellen oder so. Oder es kann ja sein, dass der Ballenlager das nicht als Klee rauswirft, sondern eher als, ja, als Silage wieder. Und es ist egal, aber wie gesagt, da ist ein... Wenn ich von Klee mache, dann will ich auch das Klee haben, ne? Das soll ja wahrscheinlich in den BGH gehen, weil BGH bezahlt ja für Klee-Silage ein bisschen mehr als für Gras-Silage. Warum, weshalb? Dass da mehr Energie enthalten ist. So können wir das vorstellen. Wirklich. Oh, und erinnern sich vor der Kurve, ne, ein bisschen unglücklich. Das Sägewerk, ja, mit der Fleisch nebenbei. Paletten laufen. Denke ich mal. Wenn noch, brauche ich keine. Ein paar habe ich schon. Von daher könnte ich sofort starten, wenn das jetzt so mal gebraucht werden würde. Ja, DLC habe ich noch nicht drauf für Personalfarming. Das mache ich aber erst nach der Ernte. Also ich möchte ganz gerne jetzt die Ernte noch einfahren. Und nicht, weil alles noch fertig gedüngt ist, normales Ding. Beziehungsweise kalt, da fühlt halt alles, wenn wir zum Winter machen. Da kommt im Winter alles kalten, wenn es frostfrei ist und sind wir im Frühling. Hier sind noch viele Sektoren rum, die müssen alle irgendwie aufgeräumt werden. Wir können ja in eine Halle rein, weil da ist ja Platz. Und Packer hat ja auch gut die Möglichkeit, da reinzukommen. Ne? Hier die Anhänger müssen wieder, ja, könnt ihr eigentlich verkaufen. Ne? Weil für Gülle fahren, ja, müsst ihr auch noch machen. Mehl ist ja aktuell alles verkauft. Also da könnte morgen wieder fahren, ne? Ja, und Holz ist aktuell noch nicht so wichtig, auch da sind wir billig fast. So, wollen wir hier daneben. Wir hätten noch immer einen Traktor um hier. Den müssen wir auch noch bei Gelegenheit holen. Es geht um den Mod oben rechts unter Plattenschuss. Die ist sehr, sehr anfällig für Rutschen, ne? Und der sich verkorben mit Einreifen. Klar, logisch, die rutschen besonders stark. Ne? So. Aber ich kann das Faktor ranlassen. Platz, ne? So. Guckt zwar ein bisschen raus, aber der Traktor kann das ja ab. So. Die Geräte allgemein sind alle sehr, sehr widerstandsfähig. Dann starten wir durch. Der kann stehen bleiben. Mist. Mist kann eigentlich fahren. Ich habe den eingestellt. Den Fahrer. Ich muss beim Mist so ein bisschen aufpassen, dass hier immer ein bisschen läuft. Denn der läuft elektrisch, ne? Praktisch.
Perfekt. Gut, wir haben einen gewissen Terraforming gemacht und dadurch müsste ich hier vorne ein bisschen angleichen. Das könnte man sicherlich machen, aber dadurch ist er das Förderband höher. Da können die anderen Fahrzeuge durchfahren. Das ist die bessere Lösung als mit dem Radlader. Mit dem Radlader wird das ein bisschen schwierig. Mal kurz gucken, was die Anlage sagt, ob da genug drin ist. Ob ich da mal Stroh reinfahren muss oder Silage. So. Nö, alles noch voll. Also Heu ist sehr voll und Stroh, ja, 20.000 fehlt. Aber wie gesagt, Silage und Heu brauche ich ja noch minimal weniger, ne? So, wie gesagt, Milch ist fast keine da, brauche ich nicht fahren. So, den Traktor hier vorne, der jetzt rechts steht, der kann auch gleich weg. Hier ging Düngen ja auch nicht. Das sind Pflegebereiche und da ist es das Gute bei. Es gibt sogar noch einen Traktor, das ist ein PS2, noch nochmal größer. Oh, Entschuldigung. Zwei groß. Das ist der eine. Glaube ich jedenfalls. Ne, das ist mit Ferguson. Das ist der eine. Okay, jetzt mag man sehen und da gibt noch einen zweiten. Ne, doch nicht. Ja, das ist auch einer, aber den mache ich nicht. Dann ist das der stärkere. Der hier. Mit 409 PS, das ist der stärkere und der kann Auflegebereifung. Ne? Frühlingsbereifung kann er machen und Pflege. Ne, da ist auch für. Da kann man auch den Motor verstärken auf 495 PS. Da kannst du auch nicht mehr erwarten. Ne? Da kann nur alles ziehen, mehr oder weniger. Ne? Und daher ist das ein sehr guter Faktor. Ne? Natürlich für viele Sachen zu groß, die nur freilassen. Da fährt der Misttakt immer durch. Hat der Kollege so gemacht hier im Cosplay. Etwas von. Aus dem Forum von. Na. Castor. Aber nicht Castor selber, sondern ein Forumsmitglied. So. Schauen wir hier so rum. Den nächsten gleich, den fahren wir auch gleich zum Hof. Aber da kaufen wir gleich mal ein Gewicht dazu, sonst haben wir wieder ein Problem mit dem Gewicht. Gewicht. Und ich werde gleich einen Kaltstreuer kaufen, weil. K2 oder. Ja, K2. Ja. Und dann werden wir gleich einen Kaltstreuer kaufen, weil wir mit Personal farmig brauchen, dann brauchen wir viel Kalt. Müssen wir viel Kalk ausfahren. So. Zurück. So, Kalk. Und da wir eh immer da sind, wären wir blöd, was ich machen würde. Können wir gleich einen großen kaufen. Mit 30.000. Aufbau machen wir natürlich da. Ne? 30.000. Standard machen wir schon. Kann ja zur Not auch immer umrüsten. Ne? Für Kalk mache ich eine ganz gerne weiß. Ja, das liegt ja nahe. Und da oben was für eine Farbe. Als Gegensatz. Ne? So, Felgenfarbe. Und auch flexibel. Ne? Ja, mal was Neues. Ja, das kaufen wir mal. Wenn Geld da ist, soll man auch kaufen. Gewicht? Bist du? Ich wurde wieder in seinem Anhänger sicherlich, ne? Ja, da wollte ich erst anfangs nur 4.000 auf der 5 kaufen. Ja, jetzt wird er versteckt. Das hab ich ja, ne? Normalerweise. Jetzt total schade, ne? Oh, du machst das durch. Keine Kollision, aber was Gutes. Mir so Mühe geben, dass wir da nicht ranfahren, und weil es doch recht eng ist. Machen wir so.
So. Das kann man sich auch angewöhnen, ne? Es geht mit Eintrag ganz schlecht, also so nach hinten drehen. Also links, rechts gucken, ja. So, bleiben wir innen drinne. So, dann fahren wir uns im Hof. Müsst ihr mir eigentlich mal überlegen, wo ich die hinstelle. Als Ganzes. Als Flotte. Als reine Kalksteuerflotte und Düngerflotte. Wir müssen ja eco stehen. Am besten eine Halle aufstellen. Dass man da sagen kann, das ist der in der Platz und da gehen sie hin. Ja, mit 43 km/h sind nicht allzu schnell. Aber sind da eigentlich überwiegend Traktoren für Feld. Ne? Da müssen sie keine 60 fahren. Oder 63 oder 70. Aber für die Straße mal geht 1 bis auch, ne? Ist nicht anders. Und jetzt hat er nicht so schnell. Ja, ich hab Urlaub, ne? Die Woche. Und wenn die Folge kommt, ist Montag. Ich wünsche noch allen ein schönes, frohes neues Jahr. Ja, das ist am 4. Da, wo ich wieder anfangen zu arbeiten darf. Falls die anderen Grüße mal nicht angekommen sind, weil am Anfang reicht das ja nicht, weil ich mir nach und nach die ersten Sachen im Kopf habe, nicht? Läuft die Aufnahme und wo geht die Aufnahme hin? Ich sehe gerade, die Aufnahme geht an Ort, ne? Ist ungünstig. Ich hatte erst die Festplatten deformatiert. Die waren ja schon stark verlangsamt, erstaunlicherweise, SSD. Das gibt's doch gar nicht. Ich drücke die Aufnahme und dann erscheint das Aufnahmesymbol. Ja, fast ein, zwei Sekunden später, vielleicht drei, vielleicht. Gefühlt sehr lange. Ne? Da habe ich mir die Sorge, dass sie überhaupt rechtzeitig aufnimmt. Ne? Die ersten Begrüßungsworte dann noch geguckt werden. Ne? Ungünstig. Ne? Auch mal die Mühe gemacht, mir das so. Also intensiv, also sehr, sehr genau zu machen. Ne? Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Wie lange noch gedauert? Aber eine Weile Ruhe jetzt. Also, man soll die eigentlich nicht richtig blockieren, aber wenn es ja langsam geht, ne, dann müssen wir durch. So, dann haben wir den Traktor auch zurückgeholt. Ich würde den eigentlich hier vorne in der Halle stellen, ne? Am Feldrand so, aber hier vorne im BGH abgekündigt. Wegen. Ja, und dann hier Mais fahren, wir haben jetzt halt Maisfelder, recht große. Ich kann nicht zwei Silos voll machen, also das mittlere ist ja eigentlich backfrei, hoffe ich jedenfalls. Wo war ein Eindruck gewesen beim letzten Mal und das. Links oder rechts halt. Ne? Das werde ich mal hier vorne hin schon beim Silo. Und dahinter. Ja, da ganz hin. Ansicht. Drohnenansicht, sag ich mal so, ne? Kann ich verstehen. Denn. Meine Erfahrung ist, egal bei welchem Spiel ich gemacht habe, welche Karte, die brauchen alle mal Kalk. Dann haben wir sehr gut zu tun. So. Und den fahren wir auch. Düngerstreuer lasse ich noch im Feld, die soll noch mal düngen. Die Flüge müssten da noch weg. Wir müssten eigentlich draußen irgendwo stehen, schön auf der Halle, wo man die sieht, ne? Und die Freunde. Ja, dann lasse ich den. Oh, da war er fertig gewesen. Dann gehen wir auf der kann ja auch Kalk fahren zum Not, ne? Wo ich mich gerade befinde, das ist
60, 65 was gewesen. Und da lang. Jetzt überlegen. Wir müssten ja eigentlich, wenn wir jetzt die Klee gemäht haben, mal düngen. Das heißt, müsste ihn rüberfahren zu dem zum Mähwerk. Das Kleefeld oder Luzernefeld. Egal, auf den beiden Feldern ist nun beides halt da. Ne? Eins ist Klee, andere ist Luzerne. Eine Funktion da, wo der jetzt halt rechts steht. Ja, da, der da. Da muss der hin, damit seiner gleich bündeln kann. Wenn ich das morgen dann her. Ja. Mähen werde, ne? Und dann nach Ballen pressen. Achso, Ballen pressen. Ballen. Ballen pressen, da muss ich gucken. Freien Traktor. Das könnten denn die auch machen. Die haben 300 PS, das ist eine super Leistung, ne? Das ist die Gewehrheit. Sonst geht das nicht. Bei Rechtsfeld ist schon fertig. Und unser Reize wird Gerste, das ist alles für Tüling. Fast für den Marsch. Fürs Bier. Steigen wir hier rechts von der Straße weg. Die Straße müsste mal frei bleiben. Falls man doch mal Autofahrer fährt, ist ganz praktisch, wenn das dann frei ist. Ne? Da irgendwo einer blockiert. Ja, Gülle. Die können wir mal leicht nebenbei abkippen lassen. Da musste ich den LKW tauschen, der andere LKW. Der hat nicht gepackt, der hat zwar unlenkbar. Fragt mir nicht warum. Aber liegt am Mod. Also rechts. Denn das sind doch 48 Tonnen. Das kann doch dann schon pulken, ne? Das ist typisch. Wieso ist jetzt hierher der Kollege und die BGH voll? Oder macht er jetzt Probleme? Habe ich jetzt gemerkt bei Autoreif, bei ab und zu mal, da ist es so, dass die nicht recht wollen. Also mit Abkippen haben sie Probleme. Das habe ich gesehen, das ist auch gestern gespielt mit meinen Neffen. Gestern Nachmittag, späten Nacht. Oder war die BGH voll? Abkippsebogen, ne? Ist das gut? Letztes Mal gut gedacht. Können wir fahren. Vielleicht beim nächsten Mal. Die Gülle geht ja wo rein, wird die angezeigt. Und schauen wir mal, ob einige Fahrzeuge auffangen können. Da muss dann der LKW noch mal stehen. Kühe auch. Die müssen morgen Futter kriegen. Das ist eine gute Frage jetzt. Den stehen lassen. Dann können wir eigentlich auch zum Hof fahren. Sei denn, nee, alles fertig. Zuschauer, das soll es auch schon vor dir gewesen sein. Ich sehe gerade, die Zeit ist abgelaufen. Also mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter, hier in Thüringen. Normale Arbeit. Im Großen und Ganzen ein bisschen aufräumen. Tschüss und ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, dann kommt ab. Tschüss.